Heute zeige ich, wie man eine mittlere Dahlienknolle teilt. Man nimmt die Dahlien an den Stängeln und schaut einfach, ob man sie auseinanderziehen kann. Ich schaue hier noch, ob die Knollen auch nicht verdreht sind und entwirre diese vorher. Dann nehme ich die beiden Stängel und ziehe einmal fest auseinander und schon habe ich ein kleines Teilstück entfernt. Eine kleine Knolle ist abgebrochen, die braucht man nicht mehr und tschüss. Was ganz wichtig ist, ist das Werkzeug vorher zu reinigen. Das habe ich natürlich vorher gemacht. Ich benutze dazu Sacrotan in flüssiger Form. Das gibt es natürlich auch als Spray. Mit einem sauberen Lappen wische ich die Schneidflächen der Schere sorgfältig ab. Den gleichen Prozess wiederhole ich auch für das Messer. Beides Schneiden werden abgewischt. Weiter geht es mit dem Knollenteilen. Ich schaue mir wieder eine Stelle, die sich schön teilen lässt. Zieh mal kräftig mit den Daumen die Stängel auseinander. Dann gilt es natürlich wieder, die Knollen etwas zu entwirren, damit sie nicht abreißen. Falls notwendig, mit der Schere nachhelfen. Und wieder haben wir eine weitere Knolle. Nun betrachte ich mir den Rest. Da ist noch eine alte Mutterknolle. Diese entferne ich. Da keine Augen, also neue Triebe zu sehen sind, entsorge ich auch diese alte Knolle. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.